Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es darum, womit ich mich in meiner Physik-Doktorarbeit beschäftigt habe. Ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren meine Doktorarbeit abgeschlossen und oft bekomme ich die Frage, ja, was hast du denn da gemacht? Und dann heißt es aber oft, ach, eigentlich brauchst du es gar nicht erzählen, ich verstehe es ja eh nicht. Und heute ist das Ziel, ohne Formeln, ohne Diagramme, ohne komplizierte physikalische Begriffe, ganz einfach und leicht verständlich zu erklären, was ich gemacht habe, sodass das auch wirklich jeder, egal mit welchen Vorkenntnissen, auch verstehen kann. Wenn ihr ein genaueres Video wollt mit ein bisschen mehr Physik, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann kann ich da auch ein ausführlicheres Video dazu machen. Okay, ich lese euch mal den Titel vor von meiner Doktorarbeit. Und zwar heißt das Entwicklung von Echtzeitanalysen für Hochenergie-Batteriematerialien für Elektromobilität und Speicheranwendungen mit quantitativer Röntgenfluoreszenzanalyse. So, und wenn ich das sage, dann schalten schon viele ab. Und von daher werde ich es jetzt in ganz einfachen Worten beschreiben. Also, ich habe mich damit befasst, Untersuchungsverfahren zu entwickeln, mit denen man neue Batteriematerialien untersuchen kann. Ja, und was ist der Hintergrund? Warum ist das wichtig, sich mit so einem Thema zu beschäftigen? Also Batterien bzw. wieder aufladbare Batterien, also Akkus, werden in Zukunft immer wichtiger werden. Zum Beispiel hat jeder mindestens einmal am Tag so einen Akku in der Hand, in dem er zum Beispiel sein Handy benutzt, ja? Aber es werden auch immer mehr Elektroautos gebaut und dort wird auch die Energie in einer großen Batterie gespeichert. Und vor allen Dingen, wir wollen immer mehr Energie aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, zum Beispiel aus Solarenergie und Windenergie. Diese wird aber nicht immer sofort gebraucht und muss zwischengespeichert werden. Und das wird auch mit großen Akkus gemacht. Ja, heutzutage werden in der Regel Lithium-Ionen-Batterien benutzt. Und da ist es so, wir haben einen Pluspol und einen Minuspol und zwischen diesen beiden Polen wandern Lithium-Ionen hin und her und die Elektronen bewegen sich über einen äußeren Stromkreis, der dann dafür sorgt, dass zum Beispiel dein Handy benutzt werden kann oder eben das Elektroauto betrieben werden kann. Ja, eine Batterie hat immer zwei bestimmte Eigenschaften. Einmal eine Kapazität und eine Lebensdauer. Die Kapazität gibt praktisch an, wie viel Energie gespeichert werden kann. Und wir wollen natürlich, dass immer maximal viel Energie gespeichert werden kann, sodass wir unser Handy besonders lange nutzen können, bevor wir es wieder aufladen müssen. Und damit das zum Beispiel das Elektroauto sehr viele Kilometer gefahren werden kann. Ja, das Ziel ist natürlich, Materialien zu finden, die eine noch größere Kapazität erreichen, als wir es derzeit haben. Denn Elektroautos kommen zum Beispiel bei der Reichweite noch nicht ganz an Verbrennerautos ran. Und es wäre ja toll, ein Elektroauto zu haben, womit man auch 1000 Kilometer fahren kann, bevor man es wieder aufladen muss. Bei den gängigen Lithium-Ionen-Batterien ist aufgrund ihrer Materialien aber diese Kapazität begrenzt. Also wir werden es mit ihnen kaum schaffen, so eine hohe Reichweite bei Autos zu erreichen. Und deshalb wird nach neuen Materialien für neue Batterien mit einer noch höheren Kapazität gesucht. Und ein Beispiel ist die Lithium-Schwefel-Batterie, mit der ich mich auch in meiner Doktorarbeit befasst habe. Gängige Lithium-Ionen-Batterien beinhalten oft Materialien wie Metalle, zum Beispiel Mangan, Nickel und Kobalt. Die sind relativ schwere Elemente. Neue Lithium-Schwefel-Batterien enthalten die leichten Elemente Lithium und Schwefel. Das heißt also, ein Kilo der Lithium-Schwefel-Batterie kann mehr Energie speichern als ein Kilo der Lithium-Ionen-Batterie, sodass man sagen kann, ihre Kapazität ist vergleichsweise höher. Das heißt also, wir könnten dann mit dem Elektroauto zum Beispiel 1000 bis 2000 Kilometer schaffen. Theoretisch. Das Problem ist, dass bei diesen Batterien die Lebensdauer noch nicht so lang ist. Und das ist die zweite Eigenschaft einer Batterie. Neben einer möglichst hohen Kapazität, um eben das Handy sehr lange benutzen zu können und damit das Auto sehr weit fährt, ist auch die Eigenschaft der Lebensdauer sehr wichtig. Wir merken das zum Beispiel bei unserem Handy, wenn wir das zum Beispiel im ersten Jahr nur alle 2 Tage laden mussten, so müssen wir es vielleicht nach 3 und 4 Jahren schon jeden Tag laden, weil eben die Batterie nicht mehr so gut ist und die Lebensdauer langsam zurückgeht. Und woran liegt das?
Das liegt daran, dass nicht nur die Reaktionen in der Batterie stattfinden, die gewünscht sind, also zum Beispiel dieses Hin- und Herwandern von Lithium-Ionen zwischen der Plus- und der Minusseite, also zwischen dem Pluspol und dem Minuspol, sondern es gibt auch Nebenreaktionen. Zum Beispiel können diese Lithium-Ionen mit den anderen Materialien in der Batterie Reaktionen eingehen, was dann dafür sorgt, dass diese Ionen für die Energiespeicherung verloren gehen und somit letztendlich die Kapazität abnimmt und damit die Lebensdauer sich verringert. Und die Frage ist natürlich, wie sehen denn diese Nebenreaktionen aus? Denn wenn wir die Nebenreaktionen kennen und genau verstehen, könnten wir diese ja verhindern und dafür sorgen, dass sich die Lebensdauer der Batterie verlängert. Und das habe ich für die Lithium-Schwefel-Batterie gemacht. Denn trotz ihrer hohen anfänglichen Kapazität hat sie noch eine sehr kurze Lebensdauer. Und wir wollen ja unser Handy nicht nur ein Vierteljahr verwenden, sondern im besten Falle mehrere Jahre. Und an Elektroautos ist derzeit die Vorgabe, dass die Lebensdauer mindestens 8 Jahre betragen soll. So, wie schaut man sich denn so eine Nebenreaktion einer Batterie an? Also was man am häufigsten macht, ist, dass man die Batterie ganz oft lädt und entlädt und schaut, wie sich die Kapazität verringert. Ne, wie wir zum Beispiel unser Handy über mehrere Jahre benutzen und wenn wir, wie gesagt, im ersten Jahr vielleicht unser Handy nur alle 2 Tage laden müssen, im vierten Jahr aber unser Handy schon jeden Tag laden müssen, dann bedeutet das, dass die Kapazität um die Hälfte verringert wurde und sich somit die Lebensdauer verringert hat. Das ist ein ganz typisches Untersuchungsverfahren für Batterien. Da sehen wir praktisch, wie schnell die Kapazität zurückgeht. Wir können aber noch nicht sagen, warum das passiert. Also warum ist nach 3 Jahren meine Handybatterie nicht mehr so gut wie am Anfang? Und diese Reaktion möchte man aber genau herausfinden. Und das macht man meist, indem man die Batterie öffnet und über analytische Verfahren untersucht, indem man genau sagen kann, welches Material hat mit welchem Material reagiert und was genau ist da entstanden. Und das habe ich für die Lithium-Schwefel-Batterie gemacht. Denn die Lithium-Ionen wandern nicht nur zwischen dem Plus- und dem Minuspol hin und her, sondern können zum Beispiel auch mit dem Schwefel zu Verbindungen reagieren, zum Lithium-Polysulfide nennen sich diese. Und das sorgt dann dafür, dass eben nicht so viel Energie gespeichert werden kann und dann die Lebensdauer sich verringert, weil die Kapazität geringer wird. So, und wie kann man das anschauen? Das kann man zum Beispiel mit Strahlung untersuchen. Und zwar kann man eine ganz bestimmte Strahlung auf seine Batterie bringen, zum Beispiel auf den Pluspol. Dann werden die Atome, die sich dort befinden, angeregt und senden Strahlung wieder zurück. Und diese zurückgestrahlte Strahlung kann man untersuchen. Und indem man den Unterschied herausfindet zwischen dieser Anregungsstrahlung und der zurückgestreuten Strahlung, kann man genau herausfinden, welcher Stoff sich im Material befindet, also welches Element, aber auch, ob dieses Element zum Beispiel oxidiert ist, reduziert ist und in welchen Verbindungen und Molekülen es vorliegt. Also mit Strahlung können wir die Stoffe untersuchen und somit auch diese unerwünschten Nebenreaktionen. Oft ist es bei Batterien so, dass man die Batterie öffnet und dann zum Beispiel den Pluspol oder den Minuspol untersucht. Das Problem ist dann natürlich, dass man pro Batterie nur eine Untersuchung machen kann und dass man sich genau überlegen muss, wann man die macht. Zum Beispiel, wenn man die Batterie, sagen wir, 50 Mal geladen und entladen hat, von mir aus auch 100 Mal oder 1000 Mal. Noch besser wäre es allerdings, wenn man die Batterie untersuchen könnte, ohne dass man sie öffnen muss. Dass also die Batterie geladen und entladen werden kann und man gleichzeitig eine Untersuchung macht, um diese Nebenreaktion herauszubekommen und mehr Informationen darüber zu erhalten. Und das habe ich gemacht. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also, ich habe die Batterie in einer Knopfzellenform untersucht. Das sind solche Batterien, wie man zum Beispiel in einer Haushaltsküchenwaage hat. Also es ist hier so eine Knopfzelle, haben wir sicherlich alle zu Hause. Auf meinem Doktorhut ist die auch sehr schön in groß dargestellt worden. Und die Sache ist die, dass die Strahlung, mit der ich die Batterie untersuchen möchte, nicht durch dieses Knopfzellengehäuse durchkommt. Also das ist Edelstahl und die Strahlung, wenn man sich Lithium und Schwefel anschauen möchte, passiert nicht das Edelstahl. Es kommt nicht durch.
Die Idee ist also, dass man sich ein Loch in die Hülle baut und dann mit einem dünnen Fenster, also mit einer dünnen Wand, dieses Loch verschließt. Und das dünne Fenster, was ich benutzt habe, ist aus einem leichten Material, aus Kohlenstoff. Und dort kommt die Strahlung hindurch. Also mit dem dünnen Kohlenstofffenster kann ich die Batterie untersuchen. Und da ich schauen möchte, was zwischen Plus- und Minuspol passiert, habe ich auch in den Pluspol der Batterie ein kleines Loch gebaut. Und so kann meine Strahlung praktisch durch das Zellgehäuse und durch den Pluspol hindurchstrahlen und regt das Material an, was sich zwischen Plus- und Minuspol befindet. Und dann kommt die Strahlung zurück und ich kann daraus schlussfolgern, welche Elemente und Verbindungen ich dort habe. Und das kann ich für jeden beliebigen Zustand machen. Ich kann das machen, bevor ich anfange, die Batterie zu entladen. Ich kann das machen, wenn die Batterie geladen wird, wenn sie 100 Mal geladen und entladen wurde. Und kann dann genau sagen, welche Elemente und welche Verbindungen befinden sich zwischen Plus- und Minuspol. Ja, und dann habe ich praktisch herausgefunden, dass sich diese Verbindungen, die für diese Nebenreaktionen gesorgt haben, bilden und zurückbilden, je nachdem, ob man die Batterie lädt und entlädt. Und ich habe gesehen, dass das Problem immer insbesondere während der Ladung stattfindet. Weil am Anfang dachte man, das Problem ist, wenn man die Batterie entlädt, weil sich dann die Verbindungen bilden, was auch richtig ist. Aber was so schädlich ist für die Batterie und warum dann die Kapazität abnimmt, ist, dass sich diese Verbindungen am Minuspol ansammeln. Und das geschieht während des Ladevorgangs. Dort sammeln sich diese Verbindungen am Minuspol und können nicht wieder zurückgewandelt werden. Wir haben also ganz viele schädliche Stoffe, nenne ich es jetzt mal, am Minuspol, sodass sich die Kapazität reduziert. Und das wurde durch das Untersuchungsverfahren herausgefunden. Ja, und was bringt uns dieses Wissen? Naja, wir können dann zum Beispiel überlegen, wie können wir die Batterie verbessern? Was können wir mit der Information anfangen und wie können wir dafür sorgen, dass diese Nebenreaktion entweder unterbunden wird oder nicht mehr so schädlich ist für die Batterie? Und ich habe ja herausgefunden, dass das Problem ist, dass sich das am Minuspol ansammelt. Und zwischen Plus- und Minuspol ist in der Batterie immer eine dünne Trennwand, das nennt sich der Separator, der dort ist, damit sich diese beiden Pole nicht berühren. Dann hätten wir nämlich einen Kurzschluss und die Batterie würde nichts mehr uns bringen. Und man kann ja jetzt überlegen, diese dünne Trennwand, den Separator, den könnte man ja jetzt so bauen, dass diese schädlichen Verbindungen nicht mehr dort sich hindurch bewegen können, dass das praktisch nicht mehr zum Minuspol gelangen kann. Und das ist eine Erkenntnis, die eben durch dieses Untersuchungsverfahren gewonnen wurde. Und das ist letztendlich auch schon grob zusammengefasst der Inhalt meiner Doktorarbeit. Ich werde euch in der Infobox einen Artikel verlinken über die Arbeit, wo ganz einfach auch in deutscher Sprache das zusammengefasst auch nochmal erklärt wurde. Ein bisschen mehr physikalisch als jetzt hier im Video und auch ein Bild sich darin befindet von dieser Knopfzelle, die ich verwendet habe mit dem Loch in der Mitte. Und wie gesagt, wenn ihr mehr Infos haben möchtet und ein bisschen auch wirklich die physikalischen Hintergründe kennenlernen wollt von diesen Untersuchungstechniken mit Strahlung, Röntgenabsorptionsspektrometrie nennt sich das, schreibt mir gerne in die Kommentare, dann mache ich nochmal ein ausführlicheres Video. Und wenn ihr auch generell über den Ablauf der Doktorarbeit etwas wissen möchtet, wie man zum Beispiel überhaupt zu einer Promotionsstelle kommt, wie lange das so dauert und wie das überhaupt abläuft, wie viel man selber machen muss und wie viel man eigene Entscheidungsfreiheit hat, dann kann ich auch gern darüber ein Video machen. Schreibt mir das auch gern, wenn ihr da Interesse habt. Und ansonsten freue ich mich sehr über einen Daumen nach hoch und über ein Abo, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.